herzlich willkommen zum neuen Video. Wir haben uns 500 Meter weiter vom letzten Platz niedergelassen und von hier aus starte ich meine Erkundung des BMW Enduroparks. Später endet unsere gemeinsame Zeit und Lenny macht sich auf den Heimweg. Viel Spaß beim Zuschauen. Fliegt alles rum. Hallo. Hallo. Ich will jetzt eine Runde Moped fahren. Ich werde jetzt Delicious machen. Delicious. Eine Mutter im Haushalt frei. Ich glaube, ich bin ready. Toni ist hier irgendwo am Rumgimpen oder was? Ah, du weißt Bescheid, ne? Ich fahre jetzt noch nicht mehr. Bleib schön hier. Bleib schön hier. Ach, sieht dreckig. Und hier hackst du die Dusche ein oder was? Ja. Okay. Ja, dann kannst du ja so aufmachen und dann habe ich immer den Hebel irgendwie so, dass die dann so da drunter. Si, senor. Leave me alone. I leave this place. Straight to the Bach. Ja, viel Spaß. Danke, danke. Bleib careful. Yes. Alter, guckt euch dieses Gelände hier an. Was geht denn hier ab, Alter? Was zum Teufel? Boah, ich komm gar nicht klar. Alter, du kommst von einem Berg auf den nächsten und die sehen immer krasser aus. Auch das ist voll der Hang, ey. Help me. Und hier ist der Hang, ne? Das ist der Hang. Ohne Anlauf. Da wird es auch eine Challenge. Was ist das hier? Wieso ist das so? Was sind das für Bäume? Gut anstrengend. Komm her, Baby. Es tut mir leid. Das war nicht meine Absicht. Das machen wir direkt nochmal in sauber. Leider fehlen mir ab hier die weiteren Aufnahmen und das ist wirklich ärgerlich. Die Gegend war wunderschön. Allerdings nach einigen Stunden Fahrt fiel mir auf, das Navi ist weg. Ich muss es irgendwo verloren haben. Und da geht's jetzt weiter. Ich habe jetzt gerade auf der GoPro gesehen und ich weiß, glaube ich, welche Stelle es war, wo das passiert ist. Aber den Rückweg, also ich bin so komisch und viel gefahren, dass ich jetzt erstmal zurück nach Hause fahre. Ja, so viel dazu. Ich habe halt hier drauf geachtet so und ziemlich in der Mitte war es noch da. Und genau an der Stelle war es nicht mehr da und ich meine, was Schwarzes auf dem Boden liegen gesehen zu haben. Ich gucke mal, auf dem Laptop kann man es besser sehen. Vielleicht, vielleicht habe ich Glück. Ja, jetzt ist die Frage, links oder rechts? Und dann merkt man schnell, wie wichtig so ein Navi ist. Weil es war gar nicht einfach, den Rückweg zu finden. Allerdings habe ich es am Ende dann doch geschafft. Mal zeigen, wie es passiert ist. Hier bin ich gegen einen Stein gekracht. Paff. So, und da sieht man das Navi.
Da nur noch die Halterung. Ja, ich weiß jetzt, wo es liegt. Das muss ich nur noch wiederholen. Ohne Navi. Ohne Route, die ich gefahren bin. Ich kann das auch wiederholen. Ja. Ich will das ein bisschen schneller. Ich habe gerade gesagt, dass das ein anderes Luftdruckgebiet ist. Und sich quasi dunkel hier den Weg bahnt. Ja, es kommt nicht von der Küste auf jeden Fall. Nee. Ich glaube, ich werde gleich auf der Suche nass. Bitte passieren. Boah, was ein Regenbogen. Seht ihr den? Seht ihr den Regenbogen? Wow. Nach einer gefühlten Ewigkeit des Suchens und immer näher rückender Verzweiflung, dann endlich die Erleichterung. Ha, jetzt bin ich zuversichtlich, weil das da unten, die Gebäude, das ist es, genau da. Guten Tag, ich wohne jetzt hier. Das war's. Hier ist die Stelle. Hier ist die Stelle. Da muss es irgendwo liegen. Oh Leute, wenn ich es jetzt wieder finde. Ich bin hier hoch, voll gegen den Ast geknallt. Und dann war's ab. Es muss hier irgendwo sein. Es muss hier irgendwo liegen. Oh, da bist du hier. Oh, jawohl! Was sein, Alter. Die Stelle hier wieder zu finden war sowas von nicht einfach. Yes! Yes! Wie viel Glück kann man haben? Ich hab's abgeschrieben, aber nein. Komm, Baby. Du bringst mich nach Hause. 4,15 Kilometer. Los. Distanz minimieren und let's go. Ich würde nachträglich nochmal sagen, ja, Glück gehabt. Nachdem wir noch eine Nacht auf unserem kleinen Privatberg geschlafen haben, machten wir uns auf dem Weg Richtung Norden, um Lennys Rückreise ein wenig entgegenzukommen. Zwischenzeitlich wurde kurz Wasser nachgefüllt. Und dann ging es weiter an unseren letzten gemeinsamen Ort. Ja, komm. Und jetzt hopp. Jawohl, da ist er doch wieder. So ein Fein. Echt kein Schwimmer normalerweise. Oh, ein Riesenstock. Jawohl. Jawohl. Hast du jetzt einen ganz großen Stock? Ja? Und den willst du nicht mehr abgeben oder ist der doch frei zur Verfügung? Hm? Der ist ja frei zur Verfügung. Ja, wo bin ich? Ich glaube, das ist erstmal seiner jetzt. Nee, das ist meiner. So, guten Morgen. Lenny ist auf Abreise. Schon alles am Packen. Und fährt gleich die ersten 1000 Kilometer zurück. Ganz schön eingesaut, die Autos. Ja. Schon einige Ecken abseits der Straßen gefahren. Bisschen schade finde ich, dass du jetzt einfach direkt fährst. Das ist nicht so nett. Was? Bleib doch noch hier. Ja, ich würde ja gerne. Ich würde gerne jetzt nicht 2500 Kilometer fahren müssen. Ich würde jetzt gerne nicht nach Deutschland müssen. Es wartet nichts auf mich. Außer Arbeit. 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 Arbeit in der Industrie. Wieder halb aus dem Bett gefallen, ey. Voll am Qualm, Alter. Die Qualmwolke hört. Gesunder Diesel ist es. Ja, dann dir auf jeden Fall noch enjoy. Danke. Enjoy, Hang Loops.
Häng los, mach ich? Ja. Achtung. Der ist jetzt weg, der fährt jetzt weg, der kommt auch nicht mehr wieder. Den sehen wir nur in Deutschland wieder. Komm, komm her, Bro. Ja, zack, zack. Tja, was halten wir davon, hm? Dass er uns jetzt alleine lässt. Jawohl. Nein, fahr nicht. Nein, alles gut. Ja, das war jetzt ein ganz eigener Abschnitt nochmal. Ist natürlich immer was anderes, alleine unterwegs zu sein als zu zweit. Weil alleine hat man ja seinen eigenen Kopf und macht seine eigenen Sachen und zu zweit stellt man sich immer ein bisschen aufeinander ein. Ja, es dauert noch ein ganzes Weilchen, bis es für mich wieder Richtung Deutschland geht, aber ich müsste mir das mal ausrechnen, aber na, ein, zwei Wochen bin ich auf jeden Fall noch hier. Jetzt muss ich mich auf jeden Fall wieder ein bisschen daran gewöhnen, alleine zu sein, genauso wie ich mich umgewöhnen musste, nicht mehr allein zu sein. Also schauen wir mal. Jedenfalls nehme ich euch weiter mit auf meine kleine Reise. Und seine kleine Reise. Gattun. Jawohl. In diesem Sinne nochmal vielen, vielen Dank an dich, Lenny, dass du mich ein Stück auf meiner Reise begleitet hast. Es war eine wirklich, wirklich coole Zeit und in meinen Augen gibt es wenige Menschen, die so durchziehen, ihr Wort halten und über 2000 Kilometer fahren, um einen Kumpel auf seiner Reise zu begleiten. Also wirklich mega Props. Und für euch da draußen, Leute, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.